Und damit ein herzliches Willkommen zurück, liebe Freunde, beim Gelbsucht-Simulator in Bendy and Think Machine Kapitel 4, Boris Rettung, Alice Untergang. Eine Geschichte, die ganz Disneyland erbeben lässt. Und um diese zu erzählen, müssen wir einen Weg in die Geisterbahn finden. Dazu heißt es, 4 Schalter umzulegen. Den letzten haben wir uns für die heutige Episode aufgehoben. Und ich bin dankbar, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder dabei seid, wenn es heißt, Tschu-tschu, der Spaß-Express ist wieder da. Vielen lieben Dank für den Support in der letzten Runde und ein fettes Sorry nochmal, dass kleines bisschen zu spät kam. Ich hatte ein paar technische Probleme, aber ist ja kein Ding. Wir müssen hier sowieso leicht improvisieren, nicht wahr? Oh mein Gott. Oh nein, er wieder. Ich wollte gerade sagen, hätte ich mal meine Schwimmflügel mitgenommen, dann müsste ich jetzt nicht zu viel improvisieren. Aber wir haben auch ein paar andere Probleme. Der ist nämlich so schrecklich, dass ich sogar den Namen vergessen habe. Mister kann mich sowieso nicht schnappen. Ich habe wahnsinnige Angst vor dir. Ekelschwein, Alter. Alles klar, Freunde. Ich glaube, wir brauchen uns nicht allzu viele Sorgen machen. Es ist nur er. Der von seinen Eltern nicht genug geliebt worden ist. Josef, beleidige den nicht. Der kommt und holt dich gleich und verwandelt dich in einen kleinen Füllfederhalter. Das glaubt er doch wohl selber nicht. Herzchen, wo hast du den hiesigen Schalter versteckt? Das möchte ich gerne mal wissen, bevor wir hier weitermachen. Oh. Ich weiß schon, worauf das hier hinausläuft. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Still listening. Für alle Tape-Recorder, oder was? Das waren ja bloß 5, Alter. Enttäusch mich mal nicht. Das war's ja schon fast. Ist mir leicht peinlich, dass ich beim letzten Mal aufgehört habe. Sorry, Drew, ich hänge ganz gespannt an deinen Lippen, aber ich krieg gleich Besuch. Deswegen muss ich die ganze Sache hier mal ein wenig beschleunigen. Oh, das hat ihm nicht gefallen. Ich habe seinen kleinen Knüppel ganz unsittlich berührt. Ich ferkel hier nicht. Oh, verdammt nochmal, der ist richtig sauer auf mich. Ich habe doch gar nichts getan. Naja, jetzt gehen mir schon ein bisschen die Muffen. Oh, ich habe ein kleines Rondell, um das ich drum rumrennen kann. Ja, Gott sei Dank. Alter, der ist mir immer noch auf der Fährte. Ey, ich will dann ein kleines Selfie machen. Nee. Oh, komm. Come on. Das musst du mir gönnen. Das musst du mir bitte gönnen. Habe ich ihn abgeschaltet? Okay. Tut mir leid. Wo auch immer dich Scotty gerade hingebeamt hat. Ich hoffe, es ist ein wunderschöner Ort. So, Momentchen mal. ich will das machen. Warte mal. Look. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Können wir jetzt ein Foto machen? Oh, es geht! Nice! Ein kleines Souvenir. Wundervoll. Sehr, sehr geil. Ich liebe diese kleinen, Mini-Sachen, diese kleinen Easter Eggs, die Entwickler hier so einbauen können in Spielen generell. Und auch in diesem. Das ist ziemlich witzig. So. Der Typ ist wie vom Erdboden verschluckt. Zumindest lässt mich das Game das glauben. Ich glaub's nicht. Ich bin nämlich schlauer. Alter, was ist das hier eigentlich? Thomas, die kleine Lokomotive oder was? Sah aber auch schon mal besser aus. Du solltest dir mal deinen Ohren nicht schön einschlafen können. Ach du liebe Zeit. Der Besuch, von dem ich sprach. Verdammt. Oh, das ist nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Der sieht mich nicht, ne? Das ist total die intelligente Idee. Wundervoll gemacht, Seth. Oh. Ist ja besser als Klitschko, Alter. Au. Du weißt, dass ich hier drin bin, nicht wahr? Ja, haben ja auch alle gesehen. Ich neige zu relativ kontraintuitiven Maßnahmen und Strategien. Okay, ich sollte hier tatsächlich reingehen. Das war, also, ich meine, der Typ war direkt hinter mir. Auf so eine Ideen kommen nur ich. Aber es hat funktioniert. Seht ihr? Ich hab gesagt, ich bin schlauer. Und da durfte ich live die Bitch-Slap-Action hier erleben. Und hat mir sogar den Weg geöffnet. Dankeschön, lieber Ink Demon. Du bist doch gar nicht so schrecklich, wie alle immer sagen. So, jetzt haben wir den letzten Schalter umgelegt. Das müsste uns einen Weg in die Geisterbahn freimachen. Und ich bin wahnsinnig aufgeregt.
was wir da drin erleben werden. So, uno momento. Rescue Boris. A haunting we will go. Also ich hoffe, dass das noch nicht allzu bald vorbei ist. Sonst ist mir das ein bisschen unangenehm. Auf 10 Minuten müssen wir kommen, Leute. Ihr habt YouTube schon verstanden, nicht wahr? Okay, dann geht's los. Ja, ich bin wahnsinnig aufgeregt. Gib mir mal was Schönes hier. Come with me. Scare me. Ich bin bereit. Ah! Nicht mein Ernst. Nicht mein verdammter Ernst. Der liebt seinen Job. Or you were putting someone into yours. I just wanted what was promised to me. I just wanted to be beautiful. Tja, hat nicht ganz geklappt, nicht wahr? Oh, hier, Boris. Henry. Oh, ach, das ist gemein. Why are you here? Jetzt, das frage ich mich auch langsam. We're all dying to find out. Kleine Pausenraum, ja. Falls man es nicht mehr aushält. Ja, ja, ich liebe Terror. Terror, Terror, miam, miam, miam. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Ich hoffe, es hat nicht allzu viel mit nackter Haut zu tun. Oh, ein Tänzchen. Ah, ach doch nicht. Es hat leider niemand aufgeräumt. Tja, ich hab's dem Mr. Drew gesagt. Sonst hätte man hier einen schönen Abschlussball veranstalten können. Das wäre doch nach unserem Interesse. Boah, ist das geil gemacht. Sieht das fett aus, ey. Ich liebe diesen Artstyle von dem Game. Das ist das, was das Spiel wirklich richtig besonders macht. Oh, 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 Moment. Pass auf, pass auf, pass auf. Yeah, Stretch Armstrong, Alter. Spaghetti-Arme. Was willst du tun gegen Spaghettis? Nix kannst du tun. Ja, das war die Geisterbahn, Freunde. Ich habe mich erschrocken. Ich habe allerdings auch ein bisschen mehr mir erwartet. Aber sollte ich jetzt vielleicht aussteigen? Boris. Oh no, what has she done to you? Hübscher Kragen. Das sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Wenn ich Stretch Armstrong bin, ist er Popeye der Seemann. Der verbesserte Boris, Alter. Alter, bricht einfach durch wie ein Hooligan, Alter. No, verdammt doch mal. Dafür habe ich aber nicht unterschrieben. What the freaking freak? Das ist unfair, okay? Moment mal. Nein, das ist unfair. Au. Oh, ich habe hier so eine Maschine. Moment. Boris, gib mir einen Blobbel. Gib mir sofort deinen Anglerhut. Ja. Okay, der lädt sich gleich auf und dann stürmt er los. Hier hat er einen Anglerhut. Yes! Okay, die Frage ist, was kann ich da an dem Gerät machen? Oh, Alter, der ist ein richtiger... Er ist richtig sauer, Alter. Wow, ich bin ganz schön lahmarschig hier unterwegs. Das ist nicht so geil. Moment, kriegen wir ihn hin. Ein Rohr? Oh, ein Knochen! Alles klar. Soll ich ihm Fresschen geben? Komm, Boris. Habba, habba. Also gleich. Ich weiß, bei mir muss man sich immer ein bisschen gedulden. Komm. Hier, gib her. Gib das her. Was? Das hat nicht so richtig funktioniert, glaube ich. Verdammt. Come on. Das hätte Sinn gemacht. So, hat er wieder einen abgeschissen? Warte mal. Aber wir finden es. Yes! Yes! Alles klar. Das war's nicht. Ich nehme mal das... Oh, Alter. Oh, ich krieg gleich einen Nackenklatscher ab. Nein! Au! Au! Autschi, bautschi, Alter. Warte. Hier, das Rohr. Jetzt, oder? Damit haue ich ihm richtig die Rübe breit. Come on. Give it to me. Ja, Boris. Was willst du tun gegen Spaghetti? Pass auf, gleich gibt's richtig eine auf die Mütze.
interessiert dich nicht? Das juckt dich gar nicht! Alter! Der ist übelst overpowered, Mann! Verflucht! Hilfe! Was zur Verflucht, Alter? Au, 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 au! Wie soll ich dem ausweichen, bitte? Wie soll ich ihm ausweichen? Moment, Blobbel. Blobbel, her! Au, Alter! Wie? Wie soll ich das machen? Kann mir das mal jemand verraten? Hilfe! Oh, alter Schwede! Face-Sitting war anders, ey. Oh, krass. Ey, das hat aber was gebracht, oder? Der hat seine Animation verändert. Das heißt, ich habe ihn auf Level 2 gebracht. Oh nein, oh ja, okay, gut. Jetzt wissen wir aber, was wir zu tun haben. Jetzt! Boah, Alter! Wir haben ihn getroffen. Level 3, oder? Was macht er jetzt? Boris? Ich mein, ich bin immer noch hier. Okay, ich bereite schon mal alles vor. Naja, wir haben gleich wieder das Vergnügen. Was macht denn der? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich schnapp mir jetzt hier mein dickes Rohr. Was baust denn du? Boris, nö. Räumt der auf? Was wird denn das? Kleckerburgen bauen oder was? Warte, 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 ich guck mir das mal an. Versucht er die auf mich zu schmeißen? Das wird aber so nix, mein Freund. Hier, kommt direkt ins Maul. Ja, wenn du mir mal ein paar intelligente Gegner gibst, dann werde ich eventuell sterben. Nur so die Idee. Kann mich auch irren. Okay, ich habe ihn erlöst, oder? Ich meine, ich musste auch meinen eigenen Arsch retten. Aha. Wait, warte mal. Was? Hi. Das war die richtige Alice. Und der richtige Boris. Was? Okay, ich. Ich bin übelst geflasht. What the heck, Alter? Ja. Okay. Krass. Gut. Was ich mich gerade frage ist, gibt's von allen irgendwelche bösen Versionen? Dann müsste ja dieser Ink Demon auch nur quasi die böse Version von Bendy sein, oder? Das heißt, treffen wir noch auf Bendy direkt? Wow, also ich muss schon sagen, das war wesentlich, wesentlich besser als Kapitel 3. Ich sag euch auch warum. Es gab nicht so viele Sachen, die das Game unnötig gestreckt haben. Wie halt diese komische Suchaktion, wo man ein Riesengebiet hatte und irgendwelche komische Schalter suchen musste im Kapitel 3. Es war so unglaublich ätzend und das hat dem die ganze Stimmung rausgenommen. Ich fand es cool, dass er es diesmal nicht gemacht hat. Das Level mit dem Warenhaus sozusagen, mit den verschiedenen Attraktionen, das war eine sehr, sehr geile Idee. Es war sehr, sehr gut gemacht. Es passt unglaublich gut zu dem Spiel. Und man hat auch wieder gesehen, wie krass viel Mühe die sich eigentlich für diesen Style geben, für den Artstyle. Und ich glaube, das ist auch, was das Game besonders macht. Die Story ist halt... es ist halt sehr, sehr kryptisch. Dabei müsste das eigentlich gar nicht so sein. Denn ich glaube, was passiert, ist eigentlich relativ simpel und übernatürlich. Deswegen braucht man gar nicht so viel erklären. Es überrascht mich dennoch immer wieder. Ich finde nur ganz ehrlich, das hat By The Way nicht gespeichert bei der Kapitelauswahl. Ich musste das jetzt bis jetzt alles normal spielen. Und die Sache ist, wenn man weiß, was man tut, dann kann man das, glaube ich, in, weiß ich nicht, einer halben Stunde schaffen. Und ganz ehrlich... Ich meine, ich habe lange gebraucht, um das mit diesem Karussell zu checken, weil ich einfach die Axt nicht gesehen habe. Wenn man es gleich sieht, dann, wie gesagt, braucht man da wirklich nicht lange für das Game. Und, oh.
Wird da noch was passieren? Dieser Endscreen ist immer sehr, sehr interessant. Der gibt immer so ein bisschen Ausblick über das, was danach passiert. Das finde ich eine sehr, sehr coole, eine sehr, sehr coole Option, die hier reingebaut wurde damit. Um das noch ein bisschen zu erzählen, ein bisschen Spannung zu induzieren, sag ich mal. Wie gesagt, wenn man weiß, was man tut, gleich alles sieht, gleich alles checkt, kann man das Game in 35 Minuten, glaube ich, durchspielen. Und das ist ein bisschen für, glaube ich, 6 Euro. Ich meine, ich habe das Geschenk gekriegt vom Entwickler, also halt Presse-Key für Steam und so weiter, Early Access und bla bla bla. Aber das ist ganz schön viel, finde ich, für relativ wenig Gameplay. Ich meine, gut, wir werden mal sehen, was Kapitel 5 ist. Es ist mit Sicherheit ein bisschen länger. Und ich, wie gesagt, ich habe lieber auch irgendwie ein komprimiertes Spiel, anstatt so ein unnötig in die Länge gezogenes. Von daher könnt ihr ja gerne mal eure Meinung unten reinballern in die Comments. Habt ihr es gespielt? Habt ihr es durchgespielt? Wenn ja, wie lange habt ihr gebraucht? Fandet ihr das besser als Kapitel 3? Schreibt mir gerne mal eure Meinung unten rein. Ich finde es auf jeden Fall. Und das macht mich zuversichtlich. Ich dachte, Kapitel 1 war awesome. Kapitel 2, ja. Kapitel 3 war dann Kapitel 4 jetzt wieder so, das bringt natürlich ganz viel Spannung auf Kapitel 5, auf das letzte. Da werden wir uns wieder einige Monate gedulden müssen. Aber wie gesagt, er soll sich so viel Zeit nehmen, das ganze Team soll sich so viel Zeit nehmen wie möglich, um ein gutes Spiel zu machen, was nicht nur das Franchise bedient, sondern auch spieletechnisch einfach gut ist. Das wäre halt das Wichtigste, dass es allen Freude macht, das durchzuspielen, sich für den Preis lohnt. Und sehr gut. Wir haben es geschafft, wir haben es abgeschlossen. Es gibt einige Türen, die wir nicht reinkommen. Es gibt sicherlich noch einige Geheimnisse, die nach und nach aufgedeckt werden. Irgendwelche Poster, wo irgendwas steht, was noch ein bisschen was zur Story erklärt. Vielleicht mache ich darüber noch ein Video. Könnt mir auch gerne, wenn ihr was rausgefunden habt, wenn ihr was gesehen habt, das unten reinschreiben. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr es gefeiert habt. Ich hatte Spaß, vor allem jetzt mit dem letzten Teil. Das war cool. Und bis dann, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Und ciao.